Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben die drei Wurzeln gemacht und wir haben die eine Quest noch fertiggestellt. Und ich würde mal gucken, was uns jetzt noch erwartet. Wir haben ja bestimmt noch einige Punkte, die wir im neuen Sumpf erkunden können. Und genau, da gucken wir jetzt einfach rein. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Ich habe ja im letzten Part auch jede Menge Waffen bekommen. Ich hätte mal gesagt, wir gucken uns die mal an. Also hier sind auf jeden Fall die ewigen Frostpfeile. Ja, sie machen nur 4 Schaden, aber sie sind irgendwie ganz praktisch. Deswegen würde ich sie einfach mal im Inventar behalten. Vor allem, weil ich jetzt auch gerade noch keine anderen habe. Ich muss mir erst wieder welche craftingern. Dann haben wir den Inferno-Zauberstab. Hier habe ich den Eiskern-Zauberstab. Haben wir noch einen Zauberstab? Nur den hier. Den benutze ich ja sowieso nicht aktuell. Dann haben wir die ätzenden Dolche und die Wolfsdolche. Die hier sind selten und die sind ungewöhnlich. Beide 20 Schaden. Die hier machen tatsächlich Giftschaden und das finde ich richtig cool. Deswegen würde ich die auf jeden Fall aufwerten. Der macht Feuermagie-Schaden, Eisrüstung und Feuermagie. Und der hier, Eis, Feuer, Eis. Ja, weiß ich nicht. Den benutze ich halt jetzt auch nicht so oft. Ich würde ihn mir mal aufheben, aber mehr auch nicht. Und den Wolfsschlund. Was macht der denn? Ich glaube tatsächlich, dass das Schwert, was wir hier haben... Oh, das ist ja auch der Wolfsschlund. Ja, okay. Das heißt, das kann auch weg. Und die Wolfsdolche würde ich tatsächlich auch mal wegtun. Das Schild muss ich mir dann nochmal kurz angucken. Aber jetzt gehen wir mal hier zu dem und tun die mal aufwerten. Und sonst, glaube ich, muss ich nichts mehr aufwerten. An welchem Platz tun wir die denn? Tun wir mal hier hin, beziehungsweise dort. Genau, dann haben wir die auch dabei. Und dann gucken wir mal unter Charakter mit dem Schild. Das hat halt 11 Block und das hier hat 14 Block. Deswegen würde ich sagen, ich behalte auf jeden Fall meins. Und dann kann ich den anderen Quatsch erstmal wegpacken. Ich packe das alles hier rein und wie gesagt, ich muss unbedingt einfach mal mein ganzes Zeug sortieren. Das ist unglaublich. Jetzt gucken wir zuerst mal auf die Karte. Ah, ich habe hier auf jeden Fall noch einen Notenblattstandort. Das ist interessant zu wissen, dass ich das hier direkt bei mir habe, ums Eck. Und sonst, wenn wir jetzt hier nach oben schauen, habe ich, wie gesagt, keine Quest mehr. Also im Prinzip müsste man vielleicht einfach nur mal weiter erkunden gehen. Ich weiß halt auch nicht, wie groß das Gebiet hier noch ist. Aber hier hinten waren wir ja schon. Hier ist ja definitiv nichts mehr. Dann hätte ich jetzt gesagt, holen wir uns doch zuerst mal das Notenblatt hier. Und dann schauen wir einfach weiter. Gut, dann müssen wir hier lang. Ich möchte bitte das ausgerüstet haben. Hier muss ich auch mal ernten. Ein komischer Brunnen, den ich da oben hingebaut habe. Hier müssen wir, glaube ich, auch noch rein in die Grabschleierkatakomben. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir das schon gemacht hätten. Aber es rennt uns ja nicht davon. Wir wohnen ja quasi dort. Okay, dann let's go. Zu unserem Notenblatt. Die ganzen Musik und Instrumente muss ich mir dann auch herstellen. Und es wäre eigentlich richtig cool, wenn man nicht in so einem Solo-Spiel ist, dass die NPCs irgendwie mit einem spielen würden. Das wäre toll, weil wenn man jetzt keine Gruppe hat, dann steht man ein bisschen doof da, meiner Meinung nach. Übrigens, weil ich gerade von Gruppen spreche, wenn jemand von euch Lust hat, auf unserem Enshrouded-Server zu spielen, dann kommt doch super gerne zu uns auf den Discord. Wir haben hier ein paar eigene Server, einen, wo wir zum Beispiel Weizlo gerade wieder aufbauen oder auch einen ganz normalen Server, wo jeder bauen kann, wie er möchte. Und die Leute haben da auch schon ziemlich krass gebaut. Lob an dieser Stelle. Genau. Also wer da Bock drauf hat, joint einfach. Die Leute sind super nett und freuen sich über jeden, der kommt. Genau. So, wo ist denn jetzt der Standort? Ist das in die Richtung? Ja, wahrscheinlich hier oben dann, ne? Hier waren wir doch schon mal. Genau, Kelvin's Ruh. Ach, das sind... Ach so, das sind auch wieder die Wuka. Cool. Also, wir haben noch 15 Meter. Ist das hier ein Notenblatt? Nee, Standort oben. Dann springen wir mal rauf. Noch weiter oben.
Okay, auch kein Thema. Ah, hier drin, oder wie? Brauchen wir mal die Äxte. Und dann... Ich bin schon wieder doof. Wartet mal. Plündern. Fellfetzen, aber das wollte ich nicht. Ich müsste eigentlich da sein. Halt, hier leuchtet doch was. Da ist was. Jetzt wartet mal. Wir müssen irgendwie darauf. Da. Ha. Sammeln. Und jetzt haben wir flüchtige Erinnerungen. Und hier ist eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Da können wir doch das plündern. Und jetzt lasst mich mal kurz gucken. Hier. Mit Notenblättern lernst du ein neues Lied, sobald du sie aufhebst. Du musst das Blatt nicht in deinem Inventar aufbewahren, um das Lied spielen zu können. Wenn du es an andere verschenkst, können auch sie das Lied lernen. Cool. Jetzt wollte ich aber nochmal ganz kurz hier gucken, denn ich möchte... Achso, zurück. Nix. Ausblenden. Ja, so sieht es schon besser aus. Da sehe ich mich endlich auch mal selber. Haha. Nehmen wir noch das Salz mit. Und dann haben wir ja den Standort quasi auch gefunden. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich wieder zurück muss, ob ich wieder eine neue Quest bekomme. Das gucken wir jetzt auch zuerst mal nach, bevor wir Richtung Norden düsen. Nee. Scheint keiner irgendeine Quest für uns zu haben. Ja, dann reisen wir zur Schwarzmoorwarte, beziehungsweise würde ich gerne mal dorthin reisen und schauen, ob ich da dann runterfliegen kann in die Region, in der ich noch nicht war. Und ich wette, in der großen City habe ich auch wieder Sachen übersehen. Irgendwo müssen ja noch die Blöcke zu finden sein oder ja, diese Strohblöcke halt. Okay, also in die Richtung ist auf jeden Fall nichts, wie wir sehen. Das heißt, ich glaube, es lohnt sich tatsächlich auch nicht, wenn ich jetzt da runterfliege. Das heißt aber auf jeden Fall, jetzt gucken wir einfach mal, was passiert, wenn ich hier so lang gehe, ob es da irgendwie noch was gibt oder was ist denn hier, wenn ich da runtergehe? Aua, das hat wehgetan. Hier ist nichts. Einfach nur so ein ausgehöhltes Ding. Ja, toll. Wie komme ich dann wieder rauf? Nope. Das war doof. Ach komm, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ach, das war natürlich wieder blöd, weil die kleine Luni es wieder nicht lassen kann, in irgendwelche Löcher zu springen, ey. So, geht's jetzt? Jawohl. Aber da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Okay, Leute, ich grab mich mal schnell hoch. Beziehungsweise, ich muss mich nicht hochgraben. Ich düse einfach wieder hier hin. Wäre ich doch gleich drauf gekommen. So, und jetzt nochmal hier lang. Diesmal aber ohne in dieses Loch zu springen. Ist auf jeden Fall auch ein cooler Spot, wenn man nicht die ganze Zeit hier Nebel sehen würde. Ich weiß halt nicht, ob da unten irgendwas ist, was sich lohnt zu gucken. Wir machen jetzt einfach mal einen Sturzflug. Hier bin ich ja tatsächlich schon lang gedüst. Ja, diese fetten Wurzeln sind einfach schön. Kann man nicht anders sagen. So, hier lang ist die Miasma-Wurzel. Das wissen wir ja. Mein Gott, ich muss aber auch überall runterfallen. Was haben wir denn in die Richtung? Weiß nicht, ob hier irgendwas Besonderes ist, aber ich glaube es eigentlich fast nicht. Hier ist nur Miasma. Da war, wie gesagt, die Wurzel. Das heißt, wir können halt jetzt noch hier so lang laufen. Das gibt's doch gar nicht, dass hier keine Quest mehr für gibt. Okay, wenn ich da lang gehe, komme ich wieder zum Eingang, glaube ich.
Düsen wir halt hier runter. Hier führt doch nämlich auch noch ein Weg lang. Und da waren wir auch noch nicht, oder? Kein Plan. Aber gehen wir einfach mal lang. Schaden kann es ja nicht. Ah, okay, was haben wir da? Oh, okay. Interessant. Also, erstmal essen und trinken, bevor wir irgendwas machen. Okay, jetzt muss ich mich da hochwurschteln. Dann hier. Scheiße, nicht runter. Ich sehe halt auch nix. Na, hopp. Einmal rauf und kurz mal die Fackel. Also, ich muss da hinten hoch. Oh, das war knapp. Das war knapp. Probieren wir es gleich nochmal. Ach ja, lacht mich bloß nicht aus. Jetzt hat. Super. Okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da hinten komme ich auch hoch, aber wie komme ich dahin? Hä? Ich muss also zuerst da hinten lang, aber da komme ich doch. Oh Gott, das war knapp. Okay, ja, okay. Ich glaube, ich verstehe. Was ist denn hier? Gut, ich glaube, ein Schwert brauche ich nicht, weil normalerweise sind es ja nur Wuka hier. Überlebensgroß. Was für ein wunderbarer, versteckter Tempel. Dieser Raum ist uralt, staubig, aber am meisten fasziniert mich der Eingang. Haben die Erbauer diese unglaubliche, gigantischen Türen für ihre Rasse gebaut? Oder liegt ihr Ursprung weiter zurück? Waren die Menschen, die vor Äonen hier lebten, einfach nur sehr groß oder so? Große Kerle werden überschätzt. Ich hätte stattdessen lieber einen stämmigen, kleinen Edelmann. Mit so einem Körperbau würde er perfekt zum Rest unserer Familie passen. Brälin. Witzig. Na gut, gucken wir uns doch um. Was hier wird hier Feines? Schauen wir hier auch noch lang, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ich glaube, wir müssen. Nein! Nicht da lang. Puh, das hat auch gut geklappt, zum Glück. Aber wo muss ich denn dann hin? Nein, du sollst bitte da drauf stehen bleiben. Geht es? Nee, sie fällt immer wieder runter. Mist. Wie komme ich denn dann hier hoch? Und darüber? Irgendwie muss ich doch darüber kommen zu der Kiste. Da ist auch. Ach, da ist ein Ding. Jetzt wartet mal. Jawohl. Ältesten Magierstab. Oh, wo geht's da noch lang? Mysteriös, mysteriös. Ach so. Okay, einfach nur hier hin. Das ist nichts gut. Da waren wir ja schon. Aber dann wird es wahrscheinlich hier auch so sein. Gibt's hier jetzt noch irgendwas? Nee. Nee, ich glaube, wir sind hier dann fertig. Na gut, dann haben wir zumindest auch schon wieder was entdeckt, was wir vorher nicht kannten. Und eigentlich müsste ich dann weiter in die Richtung nach links. Und die Fackel kann mal weg. Können wir da rauf? Ja. Irgendwie. Mal hier so lang schauen. Wo gehen wir denn gerade hin? Ja, genau dahinter würde ich gern. Oh, hier ist eine Schlucht, aber ich glaube, da ist nichts weiter. Ja. Muss schon immer sehr genau gucken, dass man nichts übersieht. Hier waren wir gerade. Jetzt weiß nicht.
Ich glaube, wir gehen lieber hier mal hoch. Wenn ich hochkomme, aber es schaut gut aus. Ich mag die Musik auch. Könnt ihr die hören? Was haben wir denn da hinten? Da hinten ist ein Lager, schaut mal. Da waren wir noch nicht, oder? Nö. Hallöchen, ihr Süßis. Ihr süßen Süßlinge, was geht so ab in der Club? Hier ist nix. Dann gehen wir zuerst einfach mal da rein. Oh, da können wir auch so hoch. Oh, nee, weil der Fetti da steht. Hallo. Das ist so hässlich. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Dann gehen wir halt da lang. Mir auch wurscht. Ja, hier können wir nämlich auch hoch. Dann passt es. Gehen wir nochmal eins weiter. Mhm, genau du. Wegen dir komme ich nicht hier hoch. Schämen solltest du dich. Oh, hier ist eine Kiste. Gereinigter Verband. Hat sich doch gelohnt. Tschupp. Dann gehen wir da lang. Und es wird langsam dunkel. Dann könnten wir ja theoretisch hier in einem von diesen Nestern pennen. Wäre das nicht was? Da kann ich auch durchsuchen. Da ist aber nichts drinnen. Na gut. Hier sind ganz schön viele Häuschen. Das ist ein richtig süßes Dorf. Ist hier ein Betty drin? Nein, aber eine wunderschöne Kiste. Heldenschild hat auch wieder 11. Ist das nicht dasselbe, was wir schon gefunden hatten? Wo geht's hier jetzt lang? Jetzt brauche ich tatsächlich doch mal eine Fackel. Ich sehe ja nichts. Das heißt, wir brauchen ein Bett. Leute, ich brauche ein Bett. Wo habt ihr denn noch was Feines zum Schlafen? Ich mache auch die Tür zu. Ich schwöre. Wie ist es denn hier nirgendwo mehr ein Bett? Hier, komm. Kiste, ist schon mal gut. Gebet der Flamme, Schrift für euch hier. Jetzt legen wir uns schlafen. Gute Nacht. Und es ist auch schon wieder hell. Zumindest draußen. Hier ist jetzt nichts mehr. Fliegen wir dorthin. Und kommen mal wieder Weihnachtsmann durch den Kamin. Hallo Leute. Und verletzen uns natürlich wieder. Ach so, hier waren wir schon. Lass mich mal kurz gucken. Von da oben sind wir gekommen, ne? Genau. Dann waren wir eben hier drin und da hinten auch. Aber finde ich hier jetzt gar nichts, oder wie? Das kann ja nicht sein. Na gut, ich habe ein paar Kisten gefunden, aber war es das? Naja, kein Problem. Wenn ich nichts kriege, dann kriege ich halt nichts. Da kommt man auf jeden Fall nicht hoch. Dann düsen wir halt hier lang. Ich wäre aber gerne eigentlich da oben lang gegangen. Ja gut, okay, aber hier ist es eh schon rot. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob da noch irgendwas ist. Ich schätze jetzt mal, vom Gefühl her würde ich sagen, nein. Deswegen... Ach, von hier hat man auch voll den coolen Blick. Oh, ob man da rüberkommt? Auf diese Insel, sollen wir es mal probieren? Oder ich weiß nicht, ob es eine Insel ist, aber ich möchte das testen. Oh, hier ist eine abgebrochene Brücke auf jeden Fall. Oh, shit. Nein, schnell zurück. Ende des Early Access Bereichs.
Wir gucken auf jeden Fall mal hier, was bei der Brücke so abgeht. Ich bin im tödlichen Miasma bei der Brücke. Hä, aber es tut mir doch gar nichts. Naja, okay. Dann wissen wir zumindest, dass es hier mal eine Brücke gab. Laufen wir einfach da weiter. Boah, oder da oben in dem Baumgipfel. Das wäre auch ein cooler Spot. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr hier schon gebaut habt und wenn ja, wo. Oder schickt mal ein paar Bilder im Discord. Das würde mich echt interessieren. Hallo Schweinchen, habt ihr hier eine Höhle? Eine kleine Babyhöhle habt ihr da, ne? Okay. Hier ist auch wieder nur tödliches Miasma. Komme ich da hinten hoch? Weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Aber wir probieren es. Boah, Hilfe, einfach mal aus. Es wäre cool gewesen, wenn jetzt genau hier eine Kiste stehen würde. Mann, ich will da rüber. Geht aber nicht. Und da hoch werde ich es, glaube ich, auch nicht schaffen. Sollen wir durch diese Dinge hier durchfliegen? Oh. Nein, halt, stopp. Oh nein, nicht da rein. So. Ich möchte aber eigentlich ganz gerne wieder da hoch. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Nur, das wird wieder schwer, da hochzukommen. Kann ich mich hier hochwagen vielleicht? Irgendwie so ein bisschen zumindest. Ah, nein. Ja, okay, ich lasse es. Jetzt sind wir wieder hier bei der versunkenen Stadt. Wie gesagt, ich hätte gerne noch hier hingeguckt. Hier waren wir schon. Dann gehe ich jetzt noch mal ganz kurz zur Warte und springe mal einfach hier in die Richtung so lang. Denn da ist ja auch noch voll viel, was ich nicht erkundet habe. Quatsch, so ein bisschen mehr nach da vielleicht noch. So, wo sind wir denn jetzt? Wir müssen also so in diese Richtung eigentlich eher. Genau, hier so lang. Und gucken, ob sich hier noch irgendwas Brauchbares finden lässt. Was ist denn hier eigentlich? Da müssen wir jetzt hindüsen. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Ich glaube nicht. Und zwar genau hier hoch. Juhu. So, was haben wir da? Kettenblitz. Genau. Hier waren wir nämlich noch nicht. Hier sieht es ja auch so aus, als gäbe es einiges. Wo ist denn hier der Anfang? Oh, der ist da, inklusive Falle. Hier ist keine Tür mehr drin. Na gut. Auch kein Thema. Servus Christi. Was ist hier so? Auch nichts Besonderes. Na gut. Da oben waren wir ja schon gerade. Dann gehen wir hier lang. Hier ist nichts. Lagerfeuer. Ist auch sehr wenig los hier, ehrlich gesagt. Okay. Und dann sind wir hier. Jetzt schon wieder irgendwie im Miasma. Macht aber nichts, denn wir müssen sowieso hier lang. Ich wäre gern über den Baumstamm da gegangen. Ah, hier kann man hochspringen. Jawoll. Oh, naja, das hat jetzt mal wieder so semi geklappt. Ja, genau, da wollte ich hoch und eigentlich hätte ich hier rüberlaufen wollen, über die fette Wurzel da. Und da sind diese Dinger, die mich ja eigentlich angreifen. Dank euch weiß ich jetzt, dass sie es natürlich bei mir nicht tun. Haha, weil ich die Fähigkeit habe. Ah, guck mal. Da oben haben wir nämlich auch noch so ein Lager. Ich glaube, da kommen wir aber auch hin, wenn wir hier lang laufen. Hier ist der Weg. Ganz schön steil.
Wirklich? Nee, ich glaube, ich muss noch eins hoch, oder? Wie hoch bringt mich denn das? Aua. Das war nicht der Plan. Hey, aber von hier komme ich doch nicht weiter. Doch hier. Aha. Naja, solange da keiner steht, ne? Hey, wieso bist du kaputt? Hier ist ein Schwert. Das heißt, hier ist irgendwas drunter. Jawohl. Ah, und hier ist der geflochtene Block. Nice. Hat sich gelohnt, Leute. Hat sich gelohnt. Aber habe ich nicht auch irgendwo Häuser gesehen? Oder war ich jetzt einfach nur wieder... Doch, da unten, sage ich doch. Da wollte ich doch hin. Oh nein, Blümchen. Was habe ich dir getan? Also der geflochtene Block ist dann quasi jetzt das hier, ne? Ist da dann dieses Strohzeug auch schon mit dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, einen weiteren Block gibt es noch, den ich finden kann, wenn ich mich nicht täusche. Aber der wird doch dann nicht hier sein, oder? Wenn ich doch jetzt gerade Wolfskralle, wenn ich doch jetzt gerade hier den anderen gefunden habe. Blume, lass mich entstehen. Lass mich in Frieden. Lass mich stehen, wollte ich sagen. So, jetzt haben wir dann hier noch das Häuschen. Wo man irgendwas vielleicht finden könnte. Nee, ich glaube einfach, hier ist nichts. Aber ich möchte darauf. Genau. Ist aber auch jetzt nichts Großartiges drin. Sonst waren wir, glaube ich, überall Leute. Ich glaube tatsächlich, das war's hier. Ich bin mir zwar natürlich nicht sicher, weil es gibt immer mal wieder irgendwas Verstecktes. Ich denke, dass ich hier fertig bin. Wobei ich halt auch sagen muss, es gibt ja bestimmt noch diesen einen Block, den ich eben noch nicht gefunden habe. Falls dem so ist, dann schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wo ich ihn finde. Ich habe quasi die neuen Holzblöcke jetzt. Ich habe die Steinblöcke. Und es hat aber jemand geschrieben, es gibt 3 Stück. Also irgendwo muss ja noch einer sein. Und ihr seht ja das Gebiet, wo ich jetzt schon war. Wenn ihr sagt, hey, du hast da was vergessen, wo eventuell noch was sein könnte, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Oder aber auch, nee, da ist kein Block mehr, den findest du woanders. Du hast das Gebiet fertig erkundet. Dann könnt ihr mir das natürlich auch sehr gerne schreiben. Ich würde den Part dann aber an der Stelle auch beenden tatsächlich. Und euch noch einen wunderschönen Abend wünschen. Ich hoffe, ihr habt heute viel Spaß. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Bye.